Was mit dir? Blumen? Möchtest du Blumen? Selbstgezüchtete Blumen? Blumen? Wer möchte eine? Arme Dahlia. Seit die Erdponys Magie besitzen, kauft kein Pony mehr Blumen bei ihr. Einzigartig! Gibt es nirgendwo sonst! Oh, perfekt! Für einen besonderen Anlass? Das kann doch keiner mit ansehen! Ich halte es nicht mehr länger aus! Wir müssen ihr doch irgendwie helfen können. Entschuldige, ich muss mich erst noch an die Ellihorn-Sache gewöhnen. Ach, schon okay. Ist ja nichts mehr so. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Wird langsam Zeit, dass du deine Blumen mit Magie wachsen lässt. Magie? Schön wär's, aber sowas besitze ich nicht. Natürlich tust du das. Jedes Pony besitzt irgendeine Magie. Los geht's. Sunny, sieh es ein, mein Blumengeschäft ist völlig am Ende. So darfst du nicht denken, Dahlia. Alles, was du tun musst, ist an dich selbst zu glauben. Spüre tief in dir die Magie und denke an etwas, das dich glücklich macht. Am liebsten habe ich schöne, große Blumen. Du kannst es schaffen. Versuch's nochmal. Ich besitze Magie. Crummy. And things are getting tough, but it's not time to give up yet. Haven't I done enough? I thought I had the magic, but I look like a phony. Have you ever felt like, yeah, felt like every pony is looking at you? They're looking at you, they're whispering, they're pointing their hooves. You tried your best, so don't worry, you'll solve this problem, yeah, you'll see. Because you've got sparkle in you, and it will shine your way right through. I'd rather hide so they can't see, because achoo, they're looking at me. Und jetzt Nachrichten aus Maritime Bay, wo das Via-Fieber sich rasant ausbreitet. Schalten wir zu Dazzle, die für uns vor Ort ist. Dazzle? Danke, Sky. Wie man deutlich sehen kann, verursacht der Via-Fieber-Ausbruch den Ponys eine ganze Reihe an Problemen. So schlimm ist es noch nie gewesen. Hätte Dahlia nicht diese Riesenblume gepflanzt, wäre das nie passiert. Fakt ist, dass ein einziges Pony durch seine Magie die Stadt ins Chaos gestürzt und sie einer Bedrohung ausgesetzt hat. Oder sollten wir es eine Beniesung nennen? Zurück zu dir, Sky. Oh nein, ich habe alles noch viel schlimmer gemacht. Ach was, ich liebe Niesen. Ist wie eine Überraschung aus der Nase. Siehst du? Einfach niestastisch. Ich muss das in Ordnung bringen. Oh, nicht du schon wieder. Hast du nicht genug angerichtet? Ich wollte versuchen, mich bei dir zu entschuldigen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, allen Ponys diesen Via-Fieber-Albtraum vergessen zu lassen. Nies weiter, Dahlia. Also das kriege ich hin. Achoo. Da hätten wir es schon. Das perfekte Accessoire für den ultimativen Cool-Pony-Style. Cool-Pony? Bin ich gemeint? Ja. Also nicht vergessen, Pipsqueaks, ihr bekommt eure Cool-Pony-Kette im Rundum-Style-Shop im schönen Maritime Bay an Dahlias Blumenstand. Wir sehen uns später. Ich liebe Happy Ends.
Was ist passiert? Du bist explodiert und aus dir kam ein Haufen... Glitzer! 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 Na, habt ihr Ponys eine Ahnung, wie spät es ist? Warte, was? Der ganze Glitter wird meine Mähne austrocknen! Entschuldigt, Ponyfreunde, aber meine Ellihorn-Magie macht, was sie will. Ich kann sie nicht kontrollieren. Vielleicht brauchst du nur ein magisches Wort. Etwas, das dein inneres Ellihorn herauslockt. Oh, wie wär's mit einem Motto? Wie Flügel hoch oder flieg los? Oh, ich hab 'ne Idee. Ellihorn aktivieren. Ellihorn aktivieren? Du musst wohl noch dran arbeiten. Mit diesen kleinen Flügelchen kommst du sonst nirgendwo hin. Oh, Izzy hat recht. In so einem Zustand kann ich keinem Pony helfen. Mach dir keine Sorgen, Sunny. Alles, was du brauchst, ist ein neuer Look. Ein perfektes Ellihorn-Makeover. Wir brauchen helle Strähnen, dunkle Strähnen, Hufglitter, Huflack, eine Gesichtsbehandlung und den Lockenstab. Bist du dir sicher? Oh, das bin ich. Sie braucht das volle Programm. Eins, zwei, drei, vier. Wenn man eintritt, bleibt man hier. Fünf, sechs, sieben, acht. Wie wird jede Nacht zum Tag gemacht? Leuchtet hell, funkelt und blüht. Trag die Mähne, dass es jeder sieht. Gefühle sind wichtig. Jedes Pony zeigt sie hier richtig. Et voilà. Ich glaube, es hat nicht geklappt. Wow, Pip, du bist gut. Jetzt bin ich dran. Schön positiv denken. Immerhin verdeckt die lange Mähne deine winzigen Flügel. Nö, nö, nö. Es geht um weit mehr als nur die Mähne. Ihr vergesst die Inspiration. Und es gibt nichts Inspirierenderes als ein kleines bisschen Gefahr. Hiermit werden deine Ellihorn-Fähigkeiten direkt aktiviert. Da wäre ich mir nicht so sicher. Worum geht's überhaupt? Bist du sicher? Es schreit nach Spaß! Eher Verzweiflung. Das schaffst du doch mit links. Pff. Befreien wir erstmal dein Gesicht von der Mähne. So sieht die Frisur schon viel. Wird wohl reichen. Achtung! Fertig! Los! Ah! Eine schöne Mähne. Sip, was sollte das werden? Wieso? Ist doch schon viel besser als vorher. Wir brauchen einfach einen besseren Verwandlungsspruch. Wie wär's denn mit Puftastisch, Männistisch, Kandelizier-Zauberlis? Wir könnten auch ein neues Ellihorn-Outfit ausprobieren und Accessoires. Vielleicht fehlt dem Hindernisparcours etwas Feuer. Was hältst du davon, Sunny? Das Ganze war ein kompletter Reinfall. Ich wusste, dass ich dich hier finde. Pip hat mir alles erzählt. Geht's dir gut? Außer mir entwickelt sich jedes Pony unglaublich schnell weiter. Irgendwie sitze ich fest. Du hast allen Ponys geholfen, an Magie zu glauben. Jetzt wird es Zeit für dich, deiner eigenen zu vertrauen. Die in dir drin. Danke, Hitch. Wenn die Sache nur so einfach wäre. Oh, oh nein, die Fohlen! Komm schon, Sunny, du schaffst das! Diese Fohlen brauchen dich! Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das Glitterverteilen abstelle. Ich weiß, dass du das auch hinkriegst. Willkommen im Haus unserer Träume. Cool bleiben, Max Snipsalot. Ach, vergiss das Modell. Wir sorgen dafür, dass der echte Kristallleuchtturm perfekt wird.
Sicherheit. Legendär, ja. Und ich zeige diesem kleinen Kerlchen jetzt mal, wie man ein Regal baut. Habt ihr gewusst, dass ich eigentlich ziemlich hoffärtig bin? Oh, ups. Es gibt noch viel zu tun. Aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir alles schaffen. Gut, also ich denke, wir sollten... Oh, wie toll. Ich liebe Enthusiasmus. Wartet doch, Freunde. Hallo, Pipsqueaks. Herzlich willkommen beim ultimativen DIY House Makeover. Nur noch etwas Farbe und schon wird was raus. Kann nicht lange dauern. Es sieht doch schon gut aus. Denkt daran, jede Hufe kann Hilfe bringen. Stützen Freunde sich, dann wird der Tag gelingen. Komm, wir packen's an. Arbeit muss schon sein. Doch macht mir das nichts aus, denn ich bin ja nicht allein. Komm, wir packen's an. Träume werden wahr. Wenn man zusammenhält, dann schafft man, was man will. Das ist allen klar. Die tolle Farbe passt genau. Fehler werden hier nicht gemacht. Wir sind schon sehr bald fertig. Das Ergebnis ist eine Pracht. Denkt daran, einem Pony könnt ihr vertrauen. Und bin ich mal allein, dann kann ich darauf bauen. Komm, wir packen! Diese leere Leinwand hier bekommt eine königliche Behandlung. Wir haben ziemlich große Ideen für so ein kleines Häuschen. Komm, wir packen! Schnipselot! Multitasking! Design-Hack! Arbeit muss schon sein, doch macht mir das nichts aus, denn ich bin ja nicht allein. Komm, wir packen's an! Träume werden wahr, wenn man zusammenhält. Wie findet ihr meinen automatischen Frühstück-Butler-Bot? Hilfe! Hilfe! Meine Eiskulptur schmilzt dahin! Zusammenzuarbeiten wäre leicht, aber es ist anscheinend alles nur super chaotisch. Ich wünschte, du wärst hier. Du wusstest immer, wie ich das Beste aus mir heraushole. Und genau das müsste mir jetzt irgendwie gelingen. Moment, vielleicht ist es das, was meine Freunde brauchen. Ich sollte versuchen, das Beste aus ihnen rauszuholen. Danke, Dad. Okay, liebe Ponys, hört auf! Freunde, ich finde es wirklich toll, wie ihr euch hier alle einbringt. Aber die Arbeit sollte uns doch zusammenbringen und uns nicht trennen. Tja, und im Moment... herrscht nur Chaos. Ja, ich wollte das so nicht sagen. Ich bin massiv überfordert. Das ist ein völliges Makeover-Versagen. Kein Versagen, das ist halt ein Arbeitsprozess. Kommt schon, Ponys, wir schaffen das. Zusammen! Komm, wir packen's an. Träume werden wahr. Wenn man weiter, zusammenhält, weiter. Dann schafft man, was man will. Das ist alles. Komm, wir packen's an. Arbeit muss schon sein. Doch macht mir das nicht aus, denn ich bin ja nicht allein. Komm, wir packen's an. Träume werden wahr. Es ist noch besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Lasst das, Max Nipselot! Macht euch bereit für die ultimative Meertime-Buch-Tour! Ich liebe Touren! Oh, ich will das sehen und dann das sehen und dann... Totale Finsternis! Izzy!
dachte, die Einhornfallen seien deaktiviert. Unbedingt Fallen überprüfen. Ja, Hitch, fass du mal mit an. Der Öffnungsschalter scheint nicht zu funktionieren. Und wie kriegen wir sie jetzt da raus? Mir geht's gut. Das ist doch lustig. Ich war noch nie in einer Kiste eingesperrt. Was wird aus der Tour mit Stationen, die euch allen gefallen? Die kann Izzy in der Kiste nicht machen. Du bringst mich da auf eine Idee. Schwebt sie? Habe ich es geschafft? Bin ich eine schwebende Kiste? Das ist doch lächerlich. Du kannst nicht mal was sehen. Aber ich kann auch meine Fantasie benutzen. Die Tour ist gestrichen. Warte. Hitch, sieh doch. Okay, na schön. Dann hier entlang. Unsere Tour beginnt auf dem Marktplatz von Mertheimbuch. Stopp, der Strand. Ich dachte, dir gefällt's hier, Izzy. Das tut es auch, Hitch. Das ist mein Lieblingsort in ganz Mertheimbucht. Wir stehen vor einer Parkuhr, oder? Ich liebe die Dinger. Das reicht jetzt. Irgendwie müssen wir Izzy da rausholen. Kann denn nichts dieses wunderbare Kistengefängnis öffnen? Gib bitte nicht auf, Hitch. Wir müssen nur nachdenken. Ich und du. Pony und Kiste. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Meine perfekte Tour ist ruiniert. Hallöchen, Hitchipo. Was ist los, mein Freund? Ich wollte dir mit der Tour zeigen, dass es sich in Mertheimbucht wunderbar leben lässt. Hitch, deine Mission war erfolgreich. Wir hatten so viel Spaß. Und das verdanken wir dir. Ja, ich wollte unbedingt schon längst zum Louvre. Das ist ja ein sehr berühmtes Museum. Und wie cool war dieser Seilparcours? Da war ich nicht das letzte Mal. Also, gefiel es euch hier in Mertheimbucht? Wir lieben es. Fast wie zu Hause. Die beste Tour, die ich je erlebt habe, ehrlich. Siehst du, Hitch, wenn etwas nicht nach Plan läuft, dann musst du einfach nur... Oh, Moment! Einfach um die Ecke denken. Das ist lustig, weil eine Kiste doch Ecken hat. Einfach um die Ecke denken. Aha! Ich bin wieder ein Einhorn. Wir sind durch schöne Erinnerungen verbunden. Oder Kistchen? Aber jetzt mache ich die richtige Tour. Jetzt hier lang und dann seht ihr... Ein Raunen geht durch die Menge, als Neptun zum Sprung ansetzt. Juhu! So macht man bei einem Wettbewerb eine gute Figur. Los, Everheiz! Yay! Trotzdem haben Pegasi bei einem Tauchwettbewerb einen unfairen Vorteil.
ist der nächste Springer. Mertam Bay kann immer noch gewinnen. Izzy! Jetzt wird Sunnys Geschenk zum Mertam Bay-Tag niemals rechtzeitig fertig. Dabei habe ich doch alles versucht. Selbst das hier. Ah, was stimmt bloß mit dieser Dusche nicht? Izzy! Oh, ich suche lieber weiter. Ah! Nee, zu groß. Viel zu klein. So donutartig. Oh. Nicht dringlich genug. Hängt zu fest in einem Haus. Der ist absolut perfekt. Oh, Percy. Lass mich einen Blick auf deine unglaublichen Ohrringe werfen. Melodie kann nicht ohne die Hauptattraktion öffnen. Nein, heute ist DINS-Tag. DINS! Der Einhorn-Ausdruck für den Glitzertag. Ein ganz besonderer Tag für alle Einhörner.
ihre Freunde. Ich vermisse Bridalwood. Erdponys und Pegasi sind fantastisch. Trotzdem hätte ich gern einen weiteren Einhornfreund. Dann mache ich mir einen Einhornfreund. Wunderschön. Meine Schöpfung lebt! Und ich gebe dir den Namen Senior Butterscotch. Hallo, Izzy. Ich bin's, dein neuer bester Lieblingseinhornfreund. Juhu! Törtchen, Senior Butterscotch. Willst du vielleicht den DINS-Tag mit mir feiern? Die Feierlichkeiten mögen beginnen. Einhorn ha! Einhorn ho! Einhorn wann? Einhorn wo? Trapformers, ausrücken. Ponybots, transformieren. Sunshines, bitte. Komm sofort. Ist alles in Ordnung, Izzy? Wer ist dein neuer Freund? Das hier ist Senior Butterscotch. Er ist mein neuer Einhornfreund. Hallöchen, Senior Butterscotch. Danke, Sunny. Fröhlichen DNS-Tag. Ich sagte es doch. Wir haben heute Donnerstag und nicht... Oh, DNS-Tag. Findet denn kein Pony Izzy seltsamer als sonst? Stimmt. Ich könnte schwören, sie vorhin beim Fliegen mit einem Schrotteinhorn gesehen zu haben. Yep, das war echt. Jess hat beiden eine Hofiküre verpasst. Da! Heute ist nicht Dienstag, Ponys. Ja, Sunny. Wissen wir bereits. Ich glaube, sie dreht auch gleich durch. Wie viele Hufe halte ich hoch? Heute ist nicht Dienstag, aber ein anderer Tag. Es ist DINS-Tag, der Einhorn-Ausdruck für den Glitzertag. Wie um Ponys Willen konnte ich den vergessen? Einhörner feiern an diesem besonderen Tag ihre Freundschaften. Entschuldige, Senior Butterscotch. Ich hätte nicht so viele Nudeln essen sollen. Puh. Wir hatten einen tollen Tag, Senior Bee. Aber es fühlt sich nicht wie ein richtiger DINS-Tag an ohne... Wir wünschen dir einen fröhlichen DINS-Tag. Einhorn ha, Einhorn ho, Einhorn wann, Einhorn wo. Wusstet doch, was heute ist? Habt ihr nur so getan, als hättet ihr den Tag vergessen? Nun, nein. Wir haben's vergessen. Es gibt noch so viel über die Feiertage von allen Ponys zu lernen. Ich denke, dafür müssen wir uns ab jetzt noch mehr reinhängen. Tut uns leid. Wir nehmen zum Test vor. Ich verspreche's. Und wir haben uns überlegt, dass wir noch unseren eigenen DINS-Tag heute feiern könnten. Und zwar alle zusammen. Machst du Witze? Ich hatte einen Tag voller Spaß und nun darf ich alles mit euch Ponys nochmal machen? Uhu, das ist der beste DINS-Tag.